Der Name Bernd oder Bird, wie er in England hieß, Trautmann, dürfte den älteren Fußballfans unter Ihnen und euch vielleicht noch ein Begriff sein. Trautmann war ein Ausnahmetalent als Torhüter und er ist während der britischen Gefangenschaft in Großbritannien als Fußballtalent entdeckt worden. Über seine berührende und auch nicht ganz einfache Lebensgeschichte im Nachkriegsengland der 40er, 50er kommt nun ein Film mit David Cross in der Hauptrolle ins Kino. Bernd Trautmann kommt, wie viele deutsche Soldaten, an der Westfront gegen Ende des Krieges in englische Gefangenschaft. Während eures Aufenthalts habt ihr Arbeitsdienst zu leisten. Sowohl hier im Lager als auch in umliegenden Betrieben. Als Wiedergutmachung für die durch den Krieg verursachten Entbehrungen und Verluste. Im Arbeitslager entdeckt ein britischer Fußballtrainer sein Talent und engagiert ihn vom Fleck weg, um die lokale Mannschaft vor dem Abstieg zu retten. Nicht mal schlecht. Ziemlich gut sogar. Überlassen Sie mir ein paar Tage. Trautmann, du spielst Fußball und du bleibst schön still, stumm. Was nicht ohne Konflikte in seiner Familie bleibt. Wie geht's? Hast du eine Vorstellung davon, was ich mir von Bill anhören musste? Du hättest uns was sagen können. Wir hätten das besprechen können. Hört mal, ich wollte Unterbrich doch... Unterbrich mich nicht, Jack Fryer. Du hast nicht das Recht, solche Entscheidungen allein zu treffen. Was werden die Leute jetzt über uns denken? Ach komm schon, Clarice, wann haben wir je über die Mannschaftsaufstellung gesprochen? Nun, ab sofort. Das ist doch gar nicht der Punkt. Das war eine spontane Entscheidung, mehr nicht. Lukas, du hast vorher gewusst, dass du zurückkehrst. Ich musste was unternehmen. Die Ausrede habe ich oft gehört. Klar, du hast noch gefehlt. Ja, dann bedanke ich mich doch sehr bei euch allen für eure Unterstützung. Was wisst ihr schon über Fußball, ihr Banausen? Hey, wann haben wir das letzte Mal 3:0 gewonnen? Sagt mir das mal einer. Der Junge kann uns vor dem Abstieg bewahren. Hier geht's nicht um Fußball, Dad, und das weißt du auch. Er ist Deutscher, das kannst du nicht ignorieren. Er ist ein verfluchter Nazi. Er hat wie alle seine Hand zum Gruß gehoben und Heil Hitler geschrien. Aber wahrscheinlich hättest du deinen auch gehoben, um die Mannschaft vor dem Abstieg zu bewahren. Margaret! Dann habe ich Neuigkeiten für dich, junge Dame. Er spielt jetzt nicht nur in der Mannschaft, sondern ab Montag arbeitet er in unserem Laden. Und was sagst du dazu, mein Schatz? Jawohl, mein Führer! Zu tief sind die Wunden des Krieges. Die Krauts sind aufgrund ihrer Kriegsverbrechen nicht wohlgelitten in England. Hier ist er, der neue Torwart von Manchester City, Bert Trautmann. Scheuen Sie sich nicht, ihm Fragen zu stellen. Und so hat es Trautmann, auch mit einer britischen Ehefrau an der Seite, nicht leicht, sich als Torwart durchzusetzen im englischen Fußball. Manchester hat eine große jüdische Gemeinde. Wie wird die wohl auf Sie als Keeper reagieren? Lassen Sie uns die Fragen auf den Fußball stellen. Unsere Leser haben das Recht zu erfahren, ob Ihr Fallschirmjäger in Kriegsverbrechen verwickelt der war. Der Krieg ist vorbei. Sie erwarten doch nicht ernsthaft, dass wir auf diese Fragen verzichten. Trautmann punktet mit einer stimmungsvollen Umsetzung und zeigt den berechtigten Zorn der Briten auf die Deutschen. Aber auch ihren Unwillen zu vergeben, was ihnen angetan wurde. Ich kann eure Einwände verstehen. Aber ich habe Bert als Menschen kennengelernt, als Mann. Würdet ihr ihn als Menschen sehen und nicht nur als Deutschen, dann könntet ihr erkennen, wie sehr er sich bemüht, die Vergangenheit zu bewältigen. Kommt jetzt die Mitleidstour? Was ist denn los mit dir? Mit mir? Was ist mit euch los? Ihr rottet euch zu einer Meuterei zusammen, um einen Mann zu brechen, der schon gebrochen ist. Anstatt ihm zu helfen, eine Zukunft zu finden. Nur weil es leichter ist zu hassen, als zu vergeben. Ihr seid nicht besser als die, die ihr verurteilt. Eine Frechheit! Raus hier! Leider wollten die Macher unbedingt Trautmanns beeindruckendste Fußballanekdote, das Finale 1956, irgendwie noch unterbringen. Und so schreckten sie den Film unnötig über den Punkt hinaus, wo man hätte aufhören können, mit dem Beginn der britisch-deutschen Versöhnung. Ab davon ist Markus Rosenmüller mit Trautmann ein berührendes Biopic gelungen, das durch seine Geschichte, sein stimmungsvolles Szenenbild und über weite Strecken auch das Schauspiel überzeugt.